Ja, liebe Freunde, weiter geht's mit dem nächsten Ausbruchsversuch und den werden wir heute mal starten, denn naja, Chaos ist in dem Gefängnis ja an der Tagesordnung und die diversen Sicherheitsmängel müssen wir doch eigentlich mal gnadenlos ausnutzen, denn ich meine, ich kann mir in dem Knast im Endeffekt alles erlauben, die Wachen machen mir sogar die Türen auf. Und ich denke mal, deswegen müssen wir heute mal versuchen, mit der ganzen Bande auszubrechen und hier einen Abgang zu machen, denn naja. Irgendwie ist das nicht gerade schwer. Und wie mir das gelungen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Oh, cool. Guck mal, heute Abend ist Pyjama Night. Nur Renny hat sich wieder nicht dran gehalten. Der alte Schweinehund. Ja, dann schlafen wir mal. What? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie die Prügelei beenden. Als wenn ich mich hier mitreißen lassen würde. Ey, Renny hat sich endlich ein paar Klamotten angezogen. Mensch, du siehst ja relativ fesch aus mit deinem. Was war nochmal grau? Ich weiß, das habe ich irgendwo mal in irgendeinem so Internet-Video-Ding da gelesen. Hier, MyFish oder so hieß das. Da haben die Leute geschrieben, wofür so eine graue Uniform ist, aber das habe ich schon wieder vergessen. Was machen? Sag mal, wieso haben die alle was zu essen und ich habe nichts? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich verhungere. Seht mich doch mal an, ich fall gleich hier vom Fleisch. Guck mal hier. Da, kannst du schon die Knochen sehen. Ich kann die schon fühlen. Das ist doch nicht normal. Die Mensa! Ich hab die Mensa gefunden! Halleluja! Endlich gibt was zu schnabulieren. Was haben wir denn hier Leckeres? Wieso ist denn hier? Hier gibt es ja gar nichts. Hier, eure Kotze können wir behalten. Oh, was ist denn da los? Was haben wir denn hier? Oh, er gegen ihn. Ja, Bad CT All. Der kann ja wohl nichts hier, der Paul. Komm schon, ich will mein Geld haben. Boah, das dauert ja ewig. Ich glaube, ich muss da mal nach. Oh. Paul hat. Und ich habe Schlüssel gekriegt. For free. Paul, du bist ein Guter. Hast zwar verloren, bist ein scheiß Schwächling, aber du bist ein Guter. Da ist schon wieder Kotze. Ich wusste es. So wird Knastessen gemacht. Die kotzen auf den Boden, dann kommt das in so einen Topf und dann wird das warm gemacht. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und Allison freut sich darüber auch noch. Allison, was ist nicht in Ordnung mit dir? Wie wär's denn, wenn wir einfach mal hier lang gehen? Guck mal an, da dürfen wir sogar rein. Ist das geil oder ist das geil? Guck mal hier. Ey, lass mal meine Freunde hier durch. Wir sind dazu eingeteilt, hier zu arbeiten. Ich soll hier sauber machen. Das Blöde ist, die Generatoren. Oh, also der Generator oben links ist der, der am. Oh, wobei. Warte mal, was ist denn mit dem hier? Der Generator hier hat nur so 2,8 Striche. Und der Generator hier. Ähnlich. Also, das sind unsere. Ich komme fast schon vor wie Terroristen, ey. Also, das sind unsere Ziele. Jungs, ne, könnt ihr. Ne, nicht mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel machen wir später andere Sachen. Also diese zwei Generatoren werden wir demnächst ausschalten. Dafür brauchen wir aber noch ein, zwei Leute. Ah, oh, hier ist Jesus! Edward Cromwell! Jesus hat sich als Edward Cromwell wiederbelebt. Das ist total unfair, Mann. Oh, wie er sich freut! Er freut mich, sich zu sehen und du weißt gar nicht, dass du im Stiefelkreis stehst, mein Freund. Bam! Da ist er. LOL! Wieso hat er sich denn ausgezogen? Was ist denn da nicht in Ordnung? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Solik hat sich erstmal nackt gemacht! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wen verprügeln die denn? Ey, soll ich nicht untereinander prügeln, Jungs? Bitte drauf. Fängt eine Prügelei an und reißt dich jetzt mal sämtliche Kleider vom Leib. Finde ich voll geil.
Dann gehe ich direkt den nächsten verprügeln. Alter Schwede, dafür hast du dir aber ein Update. Erfahrener Kämpfer, auf jeden Fall. Wer sich die Kleider vom Reib leist, ist ein erfahrener Kämpfer. So, was ist mit dir hier? Freust du dich auch, wenn wir dich umkreisen? Ja? Boah, das ist total die geile Taktik, ey. Stiefelkreis, hallo. Mal gucken. 3, 2, 1, gib ihm! Lol, ist recht. Stolik macht sich direkt wieder nackig. So, wirf das mal weg. Ich hab nämlich hier gar nichts. Prügelei beenden. Das finde ich total geil. Das Problem ist nur, hier draußen sieht keiner, wenn ich einen abmurkse. Dann gibt das auch keinen Ruf. Also müssen wir rein. Ja, guck mal, hier ist doch gut was los. Wie wäre denn, wenn wir hier meinem Doppelgänger mal wieder auf die Schnauze geben? Ich mag das nicht, wenn jemand aussieht wie ich. Niemand mag Doppelgänger. Niemand. Ja? Ja, Jungs, wir warten hier auf den. Nein, ich will nicht euch schlagen, ich will den Typen schlagen. Ach komm, einfach rein. Einfach rein. Zack, Aufstand. So, nehmt so viele auseinander, wie ihr könnt. Wir brauchen einen Ruf. Ah, da habe ich schon Knüppel, das ist schon mal gut. Hey, hey, zuschlagen. Auch verletzt. Zack. Muss nur aufpassen, dass nicht wieder einer stirbt. Stone Lake hat sich natürlich direkt wieder nackt gemacht. Voll geil. Oh shit, jetzt habe ich den. Oh, der ist. Stone Lake kommt da angehüpft. Ist das geil. Oh oh. Warum Häftlinge? Hier. Du Chris Omsack. Da sind schon wieder welche tot. Der will auch noch. Ich töte gerade viel zu langsam. Was ist da los? Ich bin gerade nicht in Form. Ja, ich hab wieder zugeschlagen. So, 7 ist jetzt aber noch nicht ganz so viel. Was ist denn? Hier geht doch noch einiges. Guck mal. Dem da können wir noch eins auf die Mütze geben. Wir hauen jetzt einfach jedem auf die Schnauze, der mir in den Weg kommt. Oh, ich glaube. Und das Stone Lake, der nackt wieder durch die Gegend springt. Der schwarze Adonis. Voll geil. Oh, habe ich im Vorbeigehen wohl jemanden kaputt gemacht. Oh. Boah, so langsam muss ich aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Da tut nämlich ganz schön weh, wie die zuschlagen. Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein Blinder. Aua. Boah, der kann sich wehren. Der hat voll die Neo-Skills drauf. Gekillt, jawohl. Ich flüchte in die Dusche. Hallo, Hilfe. Ich mach einfach die Dusche jetzt kaputt. Nein, ich bin bewusstlos. Aber es haben alle überlebt. Ja, komm, du kannst mir die Rufpunkte auch ein bisschen schneller geben, mein Freund. Und wir können wieder jemanden rekrutieren. Geil. Aber jetzt muss ich erstmal in die Zelle, weil hier gibt es ja kein Loch. Also 3 Stunden im Loch war schon hart. Wieso denn aufgeben? Prügelei beenden. Prügelei beenden. Was macht ihr denn da für Quatsch? Kommt mal mit, Jungs. So, einen brauchen wir nämlich noch. Nee, Gesichtskirmes habe ich jetzt keinen Bock drauf. Kenway sieht sehr lustig aus. Aber den will ich nicht. Wir gehen mal durch die Zellenblocks. Checken da mal ab. Was ist denn gerade los? Schlafen. Was ist hier los? Paul Kreese. Nee. Yeats. Andrew Allison. Der hat keinen Namen. Armer Typ. Chuck Eckert. Eckert! Den nehmen wir. Komm her. Ja, mach mir mal die Zelle auf. Dankeschön. Eggert! Eggert, du folgst mir jetzt. Komm. Komm, Eggert. Der Tag ist gut. Ich glaube, letztes Mal im Knast gesessen habe, als ich meine letzte Auszeit bekommen habe, haben die mir übrigens gesagt, ich soll mich mal wieder beim Psychologen melden, weil irgendwie hätte ich eine Schraube locker. Hallo,
Hier ist ja gar keiner. Arbeitet hier niemand? Ja, hier, Doc, hey, wir haben uns gedacht, wir kommen mal eine Runde vorbei. Wir wollten Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar wie, hey, jetzt bleiben Sie mal stehen. Ich wollte Ihnen mal die Geschichte erzählen, wie das so mit den Spritzen geht. Ey, Jungs, jetzt hört mal. Und zwar mit den Spritzen, die tun immer so weh. Und ich habe als Kind echt Angst vor Spritzen gehabt. Also als Kind mussten die mich mit 5 Leuten festhalten, bis die mir endlich mal eine Spritze geben konnte. Und dann hat das natürlich mega weh getan, weil ich natürlich meine Haut angespannt habe. Und dann hatte ich noch mehr Angst vor Spritzen. Aber Sie haben keine Angst vor Spritzen. Sie sind mein Mann. Deswegen möchte ich diese Spritze an Ihnen austesten. Oh, der ist direkt gestorben. Was ist denn da nicht in Ordnung? Aber... Herr Doktor, wie tun Sie? So, jetzt müssen wir erstmal wieder Punkte verteilen. Eggert ist auf jeden Fall stark und zäh. Außerdem ist Eggert ein erfahrener Kämpfer. Stark sind die übrigens jetzt mittlerweile alle. Und wir haben noch so... Renny ist auf jeden Fall ein Initiator. Und Lemming sieht mir aus wie ein erfahrener Kämpfer. Ach, hallo, Herr Doktor. Kennen Sie diese Spritze schon? Das ist das neue Wundermittel. Hey, hallo, bleiben Sie doch mal hier. Da. Ich habe nichts gemacht. Geh du mal weg. Wer ist er denn? Eggert, wie siehst du denn aus? Warst du beim Friseur? Du bist so groß. Mensch, ja, mach mal sauber. Der hat alles vollgeblutet, als der hingefallen ist. Da kam ein Windstoß. Und dann ganz unglücklich auf die Couch gefallen. Sah echt schlimm aus. Freunde. Was seid ihr denn? Ihr seid auf jeden Fall... Wer ist denn tödlich? Eggert ist tödlich. Du bist tödlich. Stoneneck ist auf jeden Fall tödlich. Hey, was? Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja wohl... Mach den mal weg. Dankeschön. Da meint er, mich festnehmen zu müssen. Ich glaube, takt. Dann fackel ich die ganze Bude halt ab. Komm, mach mal ein bisschen Stunk hier. So. Ich meine, wenn ihr es nicht anders wollt. So, dann kriegst du auch noch aufs Maul, du Schlampe. Bam. Getränkeautomat braucht ihr nicht mehr. Ich habe gehört. Ach, Kapelle, ja, da wollte ich ja schon immer mal hin und beten. Ihr könnt ja mal für ein bisschen Wasser beten hier. Zack, zack. Brennt die ganze Bude ab. Heute nehmen wir den Knast auseinander. Da könnt ihr noch so viel bimmeln, wie ihr wollt. So, Altar brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Die ganze Bude brennt. Advent, Advent, der Knast, der brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das SWAT-Team vor der Tür. Haha. Oh, dann habe ich gehört, braucht er auch nicht mehr. Oh, er guckt sich das schön an. Ey, mein Feuerzeug ist leer. Der ist doch, jetzt geht doch wieder. Geh du mal weg da. Dankeschön. Du auch. Lass mich doch mal durch. Oh, hier Ambulanz. Ich habe gehört, das soll sehr teuer sein. Krankenbetten, völliger Blödsinn. Davon haben wir sowieso schon genug. Oh. Macht euch alle weg. Oh, entschuldigen Sie, Herr Doktor. Dabei wollte ich eigentlich nur hier... Oh, aua, aua, heiß. Das ist schon wieder Flammen des Inferno, ey. Wie der Film. Gleich muss Sylvester Stallone kommen und das Feuer löschen. Oh, die kann man auch anbrennen. Das ist ja geil. Kann ich auch die Wand anbrennen? Nee, das gibt nicht. Ich glaube, der Doktor verbrennt da. Ihr solltet da mal alle schnell gucken gehen, ne? Oh, da ist schon die Feuerwehr. Nee, Freunde, löschen ist hier aber nicht. Könnt ihr mal aufhören zu löschen? Oh, da kommen immer mehr. Ach ja, stimmt. Hier kann man da auch noch ein bisschen Feuerchen legen. Alter, 82 Rufpunkte. Heute ist der Tag, an dem der Direktor lieber zu Hause geblieben wäre. Feuerchen hier, Feuerchen da. Feuer für alle. What the fuck, ich sehe nichts mehr. Oh Mist. Was ist denn? Der Strom ist ausgefallen. Der Strom ist ausgefallen.
Jetzt müssen die alle die Taschenlampen benutzen. Ja, guck mal hier, ich hab Licht. Ja, guck mal. Nein. Ach, hat sie sich das nicht angeguckt? Das ist doch wohl nicht sein Ernst. Kommt mal mit, Freunde. Ich kann natürlich auch ein bisschen Licht machen. Hier. Da. Advent, die Türe brennt. Wieso schlafen die denn hier? Nee, Freunde, schlafen ist aber nicht. Hallo? Mach mal hier ein bisschen Feuerchen an. Oh Mist, jetzt bin ich hier mit denen gefangen. Ja, ich muss hier weg. Aber Freunde, ihr dürft auch gerne aufgeben. Also ich nehme das hier keinem übel. 114 Rufpunkte. Ja, die Dusche, die braucht ihr auch nicht mehr. Mal hier. Aus dem Dunkeln kommt er angewetzt und macht ihn einfach weg. Mit der Spritze. Oh shit, ich bin bewusstlos. Mann, dabei wollte ich gerade gucken, ob ich die Prügelei beenden kann. Was war denn das für ein Schwein, ey? So, Freunde. Also, mit den Rufpunkten übernehmen wir morgen den Knast. Das ist mein Killerkommando. Aber jetzt sehe ich hier nichts mehr. Das ist doch auch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, jetzt ist eh Schlafenszeit. Ich und mein Killerkommando. Und was anderes sind wir auch einfach nicht. Wir verpissen uns heute. Und zwar in großem Stil. Wir werden auf jeden Fall den Direktor töten. Weil das ist einfach ein Arschloch. Guck dir die Zustände hier an. Wir werden den Direktor töten. Und ich werde versuchen, so viele wie möglich, also mehr als zwei, rauszukriegen. Wir gehen uns erstmal Waffen besorgen. Ich habe sogar die Feuerwehrmänner umgebracht. Hallo, Direktor. Komm auf einmal 7 Gefangene in das Direktorbüro. So, Direktor. Ich fürchte... Oh, das SWAT. Hallo, SWAT. Tschüss, Direktor. Nee, Jungs. Hier hin. Aus. Pfui. Stone Lake, zieh dich wieder an. Nein, nicht aufgeben. Oh, fuck. Nein, ich drücke immer zu früh. Warum denn? Oh, Mann. Was hier abgeht, wenn kein Licht da ist. Hier ist alles rot getränkt. Guck dir an. Absoluter Ausnahmezustand. Also wann, wenn nicht jetzt? Wir müssen es jetzt machen, Jungs. Wir müssen uns jetzt die Waffen organisieren. Der Direktor ist tot. Wir organisieren uns jetzt die Waffen. Und dann verpieseln wir uns hier. Ja, Fräulein, machen Sie hier mal die Türe auf. Dankeschön. So, komm. Ey, hier, komm rein. Also, ich hab eine Pistole. Stone Lake kriegt die Shotgun. Wenn der sich gleich auszieht und mit einer Schrotflinte durch die Gegend ratzt. Dann sterbe ich vor Lachen. Oh, Renny kriegt Taser. Haben wir hier noch was für Lemming? Ich glaube, mehr ist hier nicht. Ja, Freunde, tut mir so leid. So, lass uns mal wieder hier raus. Hallo, ich habe mich im Raum vertan. Können Sie uns nochmal rauslassen? Hey, ich rede mit Ihnen. Ignoriere nicht meine Autorität. Danke sehr. Und Schlüssel würde sich auch noch gut machen. Ah, hier gab es noch mehr Waffen. Ich weiß nur nicht, ob wir da hin dürfen. Ey, mach dir mal die Tür auf. Kommt mal mit. Da. Hier können wir nochmal nach Waffen gucken. Oh, hallo, hier sind die SWAT-Jungs. Wie geht's?
Haben wir hier. Oh, guck mal, das ist doch wunderschön hier. Da ist doch noch für jeden was dabei aus der Wundertüte. Lemming kriegt noch eine Shotgun. Wenn er sich die denn nehmen möchte. Flop! Er möchte er nicht. Eggert! Eggert, du brauchst auch noch eine Waffe. Nimm dir was. Da, nimm dir so ein Schießgewehr. Alles klar. Bis an die Zähne bewaffnet. Jetzt geht's zum Generator. Ich möchte nicht, nämlich nicht nur dieses Gefängnis, ich möchte hier nicht nur ausbrechen. Ich möchte dieses Ding hier so verlassen, dass danach zugemacht wird. Ja, wenn Elvis das Gebäude verlassen hat, wird das Gebäude auch nicht mehr benutzt. Ja, genau, hier, Schwester, mach mal die Tür auf. Alle da? Ja. Jetzt kann der Bruch losgehen. Okay, unten links. Unten links. Machen wir den Generator weg oder die Kondensatoren? Weiß ich noch nicht. Weil die müssen wir die alte hier erstmal ausschalten. Sonst petzt die gleich. Kommt mal mit, Jungs. Macht mal Stiefelkreis. Gibt's Friendly Fire? Ich hoffe nicht. Mach die alte weg. Die ist direkt tot. Nice! So, hier alles zerlegen. Alles klar, der Generator ist im Sack. Der hier muss auch weg, der ist tot. Nice. Jungs, der nächste. Ey, ne, wir müssen. Stone Leg rennt schon wieder nackt durch die Gegend, ey. Ey, Jungs, ihr müsst auch mal hier was zerlegen. Das kann ich nicht, ich kann nicht alles alleine machen. So, der nächste offline. Machen wir den hier auch noch kaputt. Zack, zack. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Das wird krass. Und da hüpft wieder der nackte Arsch rum. Ey, kommt schon. Ihr müsst hier auch mal was machen. Ich kann nicht immer alles alleine tun. Was ist das denn? Ich bin doch euer Anführer. Ihr müsst mir gehorchen. Oh, oh. Der muss weg. Der muss weg. Der muss auch weg. Ihr macht das schon. Wieso kann ich das denn nicht kaputt machen? Alles klar, der Generator ist im Sack. Jungs, wir gehen weiter. Kommt schon. Immer weiter gehen. Die Generatoren sind im Eimer. Jetzt müssen wir hier raus. Schießen! Schießen! Männers, immer schießen! Oh! Fuck, meine Wumme ist leer! Kommt schon. Sind alle da? Wir machen jetzt hier einen Abgang. So, hier geht's raus. Komm schon. Mach die Tür auf. Kommt, Männers. Wir schaffen's. Ich glaube an euch. Der da muss weg. Ja, nice. Kommt schon, Jungs. Ich glaube an euch. Oh, fuck. Wir müssen den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Oh, oh, das. Wir interessieren ihn nicht. Kommt ihr? Männers? Wir schaffen's! Wir schaffen's! Oh, fuck. Machen wir das Tor auf. Die interessieren sich alle nicht für mich. Komm schon, Jungs. Stone Leg. Du geiles, nacktes Stück. Ah, dieses wunderschöne Stück Schokolade. Ich lock sie von euch weg. Wen haben wir da? Stone Leg, Renny. Oh, fuck, er hat's nicht geschafft. Oh, ne, auch nicht. Der Rest ist egal. Komm, Stone Leg, raus. Nein, Stone Leg, hier, du musst es schaffen. Nein, 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 nein.
Und der ist festgenommen. Oh nein. Oh nein. Nein. Wir haben so viel Zerstörung hinterlassen und hab's wieder nur ich geschafft. Das ist natürlich. Das heißt, ich habe die Challenge noch nicht geschafft. Das heißt, ich muss noch mindestens 2 Leute rausholen. Oh Mann. Das kriegen wir hin. Ja, ich bin zwar schon geflohen, aber den anderen habe ich natürlich erklärt, wie ich das gemacht habe. Was ist denn hier los? Party! Ich will auch dabei sein. Wie viele Menschen hier sind. Aber ich habe den Jungs natürlich gesteckt, dass es hier diverse Sicherheitsmängel gibt, die sich sehr leicht umgehen lassen. Und deswegen habe ich den Jungs einfach geraten, sich einen Schlüssel zu besorgen und einfach rauszuspazieren. Das interessiert keinen. Die haben so viel zu tun. Das ist scheißegal. Das ist denen alles scheißegal. Deswegen habe ich denen gesagt, wie die das machen sollen. Und ich hoffe, die füllen das auch so aus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle da? Dann gehen wir mal. Komm schon. Ah, danke schön fürs Türchen aufschließen. Ey, hier, ich muss mal raus. Ja, danke sehr. Kommt mal mit, Jungs. Ich glaube, wir fahren auf dem LKW hier mit. Was passiert denn eigentlich, wenn man hier drauf stehen bleibt? Er fährt gar nicht los. Egal, wir müssen... Ich muss hier mal durch. Das interessiert echt kein Schwein. Wir müssen natürlich noch einen Wachmann umlegen. Komm schon. Alle da. Ist hier gar keiner mehr. Doch, da. Der letzte. Sagen Sie, können Sie mir mal das Tor hier aufschließen? Hallo? Wieso macht denn keiner das Tor auf? Wieso benötigt er... Haha, jetzt macht er echt das Tor auf! Hahaha! Tschüss, ihr Idioten! Nein! Nein, jetzt ist das Tor zu! Oh, fuck! Renny, schnapp dir den Schlüssel! Jawohl! Abgang! Yes! Opfer. Bäm, so muss das sein. Hast das schön. Ja, und wie viele Punkte habe ich jetzt? 418 Punkte. Ich dachte schon, ich hätte 418 Opfer. Ja, aber ich habe doch nicht nur so wenig Leute umgebracht. Also bitte. Alleine mein Doppelgänger habe ich doch zweimal. Ey, guck mal, hier ist Jesus. Es haben alle überlebt. Ja, Knast geschafft, würde ich sagen. Ja. Liebes Tagebuch. Knast ist so wie Sex. Erste Mal ist erstens schwerer und tut auch mehr weh als das zweite Mal. So ist das beim Knastausbruch auch. Habe alle Jungs rausgebracht. Vielleicht finde ich ja wieder einen Job als Fahrer. Mal gucken, vielleicht muss ich dann zu einer anderen Spedition. Der Ruhrkraft oder so. Erstmal zu Mutti. Zu Mutti nach Hause. Nach Hause. Aber jetzt bleibe ich auf jeden Fall ehrlich. Danke. Da. Erstmal zu Mutti. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Werde dann demnächst vielleicht einen etwas schwereren Knast nehmen. Und da komme ich dann vielleicht auch nicht so einfach raus, indem ich einfach rausspaziere. Was mir aber auch tatsächlich erst heute klar geworden ist, dass das geht. Von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Das nicht absehbar ist, weil ich ja nicht eingefangen werde.